Meine persönliche Motivation ist, den Jugendlichen beim Berufseinstieg zu helfen. Ziel des Inklusiv ist es, das bereits bestehende Arbeitsintegrationsprogramm nun mit einem psychotherapeutischen Grundangebot zu ergänzen und damit die Integration von Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Wir haben festgestellt, dass 70% der arbeitslosen Jugendlichen in Brückenangeboten eine psychische Störung haben. Deshalb braucht es hier eine Lösung. Inklusiv Plus, also dieses gruppentherapeutische Angebot, könnte eine solche Lösung sein. Also für mich ist es Inklusiv eigentlich eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen, weil wir uns gut in der Gruppe austauschen konnten. Man konnte einander Inputs geben, man konnte wirklich darüber reden, was so läuft, was für einen schwierig ist oder nicht schwierig. Die Gespräche haben mir selber auch geholfen, dass ich mich wirklich gelernt habe, besser zu reflektieren, Sachen anzuschauen, die man manchmal vielleicht nicht will oder wo man vielleicht manchmal einfach genug hat und auch selber mit seinen Gedanken gar nicht mehr weiterkommt. Und durch dann Inputs von anderen wieder andere Ansichtsweisen können entstehen. Und das war eigentlich wirklich sehr etwas Wertvolles gewesen. An der Schnittstelle zwischen Fachhochschule und Praxis entsteht die Innovation. Damit können wir einigen Jugendlichen helfen, den Berufseinstieg zu finden. Durch die soziale Innovation können wir nicht nur den Jugendlichen helfen, wir können auch für die Gesellschaft einen Mehrwert schaffen. Ich bin überzeugt, dass eine frühe Intervention es möglich macht, langfristig IV-Renten und auch Sozialkosten bei jungen Menschen einzusparen. Ja, das Inklusiv hat mich wirklich recht geholfen, es hat mich recht weit gebracht, auch mental. Ich bin momentan in der Lehre als Fach- und Betriebsunterhalt. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht eigentlich. Ich fand es eigentlich schön, gefunden, dass man sich austauschen konnte, dass wir alle auf dem gleichen Boot gesessen sind. Ich fand es gut, dass ich auch recht viele Tipps geben konnte, aber auch sehr viele Tipps für mich umsetzen konnte. Ich wünsche mir in Zukunft, dass die Leute an der Startrampe auch weiterhin inklusiv gehen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und ich hoffe auch, dass sie durch die Startrampe und das Inklusiv ihre Lehre machen oder weiterkommen im Leben. Wir als KMU finden es spannend, dass mit Inklusiv Plus das psychotherapeutische Angebot nun mit der Unterstützung durch InnoSwiss weiterentwickelt werden kann. Ohne die Unterstützung der Geber-Trüff-Stiftung hätten wir das Projekt bei InnoSwiss nicht einreichen können. Ich hoffe sehr, dass auch in Zukunft andere Jugendliche können von dieser Therapie oder einfach Gesprächsgruppe profitieren können. Also meine persönliche Motivation ist ganz klar, dass wir junge Erwachsene unterstützen können bei ihrer beruflichen Integration.